Bereits zum dritten Mal wurde in der Glückauf-Sporthalle Hohenmölzen am Sonntag der MIPRAG BVSA Minicup ausgetragen. Dies war die 11. Auflage dieses Traditionsturniers. Wir haben einfach gesagt, wir wollen für die Kinder in der Region eine prima Plattform schaffen, haben dann so Step by Step auch überregional die Sachsen, diese Thüringer, teilweise Berlin und Brandenburg mit eingeladen. Und ich weiß, parallel ist das Wochenende in Berlin ein großes Turnier. Umso stolzer sind wir, dass wir hier 8 Teams begrüßen können. Darunter aus Berlin, Dresden, Weimar und Halle. Wir sind stolz drauf, hier für die Region Basketball anbieten zu können. Teilweise kommen mittlerweile die Kinder aus Naumburg, aus Hohenmölzen, aus Merseburg, teilweise sogar aus Halle, 2-3 Mal nach Weißenfels. Und da sind wir sehr stolz drüber, dass wir hier Ansprechpartner sind und sowohl breitensportlichen Basketball als auch leistungsorientierten Basketball als Vorstufe für die JBBL und NBBL dann später anbieten zu können. Der MBC kooperiert mit Schulen aus dem Landkreis und darüber hinaus und bietet Basketball über Arbeitsgemeinschaften an. Also ich betreue in der Woche um die 300 Kinder und Jugendliche. Das ist ordentlich, brauchen wir sich nicht verstecken. Trotzdem reicht dies nicht, um neben dem MBC noch andere Basketballvereine im Burgenlandkreis ins Leben zu rufen. Sicherlich sind wir da noch nicht am Ende angekommen. Reserven schlummern überall. Wir binden mittlerweile Sportlehrer mit ein, um das noch stabiler aufzubauen. Und ich sag mal, es gibt in Sachsen-Anhalt eine Schulliga, die wir hier in Weißenfels in kleiner Form auch durchführen. Wir spielen immer zum Saisonende eine Grundschulmeisterschaften im Basketball der Grundschulen durch. Sicherlich wollen wir das noch ein bisschen erweitern im Ganzen, dass die Schulliga auch an anderen Standorten durchgeführt wird. Und da sind wir noch am Arbeiten, dass das sich stabilisiert und dass auch andere Orte direkt eine Basketballmannschaft haben, die dann im Wettbewerb steht. Jedes Kind, das am Turnier teilnahm, bekam eine Urkunde und Präsente, die ersten 3 Mannschaften Medaillen und Pokale. Alle sind begeistert, wenn sie auseinandergehen und sagen, wir kommen nächstes Jahr wieder und das freut uns. Dann haben wir alles richtig gemacht, wenn die Hauptakteure den Kindern es gefällt und wir einen großen Bahnhof geboten haben.